Aufgewachsen bin ich in Tirol. Der aufmerksame Zuhörer hört es vielleicht. Genau komme ich aus Dulfes. Dulfes ist ein Begriff? Okay, Baumkirchen kennt ja jeder. Und wenn du von dort losfährst, unterm Sautrog durch, dann kommst du direkt zur Karlskirche, hinten auf, dann kommst du durch den Wald, durch voll der Wald, dann durchs Hasental durch, dann kommt Altranz, bei der Sorg hinten auf ist so ein Schleichwegel, wieder Wald, 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 dann kommt Rinn. In Rinn kann man, wenn man will, fürs Anderl von Rinn der Kerzen umzünden. Oder gleich weiterfahren, auf wie beim Pfifferling, da geht es so auch, gell? Du musst Anlauf nehmen, auch, dann lange gerade und dann kommt Dulfes. Und da bin ich her. Bin aber selten dort, muss ich sagen. Und dort habe ich eine super Kindheit gehabt, weil Dulfes kommt aus dem Rätoromanischen und heißt so viel wie die Wiege des Heavy Metals. Ja, wirklich, das hat sich halt nur in meiner Familie durchgesetzt. Weil mein Papa, das war ein richtiger Mettler war er nicht, ein Rock'n'Roller. Der ist in der Kuchel gestanden mit der Tuba. Und die Mama hat im Takt die Socken zusammengelegt. Die zwei waren richtig super. Das waren keine Helikoptereltern, die mich nur am Handtuch genommen haben. Nein. Die Mama hat sich auf Nacht vor die Tür gestellt und geschrien, Kinder, Essen ist fertig! Also eine Frechheit, die hat immer nur Kinder geschrien. Jeden Tag hat sie geschrien, Kinder! Die hat ja gar nicht mehr gewusst, wie wir heißen. Die hat wirklich unseren Namen vergessen. Die Mama, genau. Aber meine Eltern waren wirklich locker. Echt, also von Montag bis Samstag. Sonntag war Schluss mit lustig. Sonntag war Klimawandel im Hause Getter. Wirklich heilige Messe. Und dann Abmarsch, Getterkompanie rechts um und dann sind wir in die Kirche marschiert. So, links 2, 3, 4, links 2, 3, 4 und dann sind wir schon im Bankerl reingeguckt. Kind 1, Kind 2, Kind 3, Kind 4 und neben mir der Papa. Dann habe ich gesehen, also das, was ich halt hinterm Weihrauch so gesehen habe, den Pfarrer, und habe mir gedacht, aha, das ist aber komisch, dass der ein Frauenkleidel unhat. Kyrie eleison. Und da habe ich mir als Vierjährige schon gedacht, ich bitte, wir möchten da die Sau auslassen. Da kannst du maximal einen Hamster auslassen. Nein, geht auch nicht, eine Kaulquappe geht, eine kleine. Ich meine, das ist ja für einen Erwachsenen schon zart. Aber für ein Kind ist das die Hölle. Und das in der Kirche. Ja. Aber auf einmal ist es losgegangen und man denkt, aha, dann war das wohl das Vorprogramm. Und man denkt, aha, jetzt kommt ein bisschen Stimmung in die Bude. Pfarrer deutet er so, von neu aufgestanden. Und denkt, gut, dann steh ich auf. Aber vielleicht für einen Kreislauf kann schon sein, für die Eltern leid, dass man ein bisschen in Schwung kommt. Ne? Das ist ja total beschränkt. Nochmal, okay. Halleluja. Papa. Papa, ich will jetzt wissen, wir seien eigentlich gerade davor gehockt, gell? Wieso hocken wir denn jetzt schon wieder, da hätten wir ja gleich sitzen bleiben können. Dann ja. Wieso immer dann ja? Ich will das wissen, Papa, weil ich das wissen will. Ich will das wissen. Ich habe ein Anrecht auf eine Antwort. Das ist das Kindesrecht. Das stellt sich an irgendeinem Paragrafen rein. Dann ja. Dann bin ich sitzen geblieben. Die ganze Messe über so, ich hab nicht mehr angeschaut, Papa. Und dann, wie es aus war, ja, dann ist er katholisch geworden. Gedanja, Kim, Bittchen, na geh mal heim. Die Mama hat schon gekocht und wartet. Gedanja, Papa,
Payback Time. Der Papa neben mir hat sich echt ins Zeug gelegt. Tanja, jetzt kriegen wir, jetzt mach nicht so ein Theater, jetzt kriegen wir mal mit heim und jetzt mach nicht so. Und dann ist er schon so richtig in Rage gekommen. Tanja, wenn du jetzt nicht, ich sag dir eins, Mädel, wenn du jetzt nicht voll mitkommst, dann kriegst du aber Fernsehverbot, 2 Wochen, das sag ich dir. Papa, wir haben gar keinen Fernseher. Weißt du was, dann kauf ich einen Fernseher, ja? Und dann wirst du schauen, wie du nicht schaust, wenn wir schon schauen, dann wirst du nämlich Augen machen, wenn du nämlich nicht schauen kannst. Und wir schauen schon, so ist es. Und der Vormann hat mich geschnappt. Ja, das ist ihm zdeppert worden, hat er mich geschnappt und heimgetragen. Aber ich habe keinen Nackler und ich bin so blöd. So, das ganze Dorf hat er mich dran. Blick zurück in den Zaun. Ich war wirklich ein trotziger Fratz. Danke.